Herzlich willkommen zum Thema Gewerbeanmeldung. Wenn du ein Unternehmen gründest, nun, die Wahrscheinlichkeit liegt groß, dass du genau noch das vor dir hast. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und jedes Jahr begleiten wir eine steigende Anzahl von Menschen dabei, sich selbstständig zu machen oder ein Gewerbe zu gründen. Und meine Aufgabe wird es nun sein, dir nicht nur zu zeigen, wie das abläuft, sondern was die Unterschiede sind und auch die Fallstricke. Fangen wir mit dem ersten Punkt an, nämlich die große Frage, wer muss alles ein Gewerbe anmelden? Denn wenn du bei eBay einmal vielleicht ein altes Musikinstrument verkaufst, nun, dann musst du nicht gleich ein Gewerbe anmelden. Machst du es aber dreimal oder häufiger, nun, dann bist du schon ganz dicht in der Pflicht, dich auch ein Gewerbe anzumelden. Man sagt so durchschnittlich, jedes fortgesetzte Verhalten und Verkaufen von Produkten oder Dienstleistungen, wo eine Gewinnerzielungsabsicht ist und wo du mehr als dreimal tätig bist, dann solltest du spätestens ein Gewerbe anmelden. Also damit sind alle Menschen gemeint, die entweder Produkte einkaufen oder verkaufen oder die beispielsweise Dienstleistungen anbieten, verkaufen oder vermitteln. Also letztendlich alles, wo irgendwie Umsatz generiert wird. Es gibt ja sicherlich ein paar Ausnahmen, wenn es in die Land- und Forstwirtschaft gibt. Da gibt es separate Anmeldungen oder Vermietung und Verpachtung. Aber ansonsten ist nahezu alles, was am Markt tätig ist, ein Gewerbe. Es sei denn, eine andere Norm sagt etwas anderes und die schauen wir uns an. Die einzige Norm, die dort ein wenig einen Ausschluss, eine Ausgrenzung vollzieht, ist die § 18 Einkommensteuergesetz-Norm. Sie sagt nämlich, dass das Gewerbe unterschieden wird von einer selbstständigen Tätigkeit, die du vielleicht kennst unter dem Begriff Freiberufler. Das heißt also, alle Unternehmen, die hier aufgelistet sind in den sogenannten Katalogberufen, die müssen kein Gewerbe anmelden, die sind befreit. Und wer ist das in der Regel nun? Das sind Künstler, das sind beispielsweise Trainer, Lehrer, das sind Anwälte, Ärzte, also alle in der Regel künstlerischen Berufe, lehrende Berufe oder auch die akademischen Berufe. Das ist historisch so gewachsen, dass die sich hier dort ihren Berufsstand ein wenig abgesichert, vereinfacht haben, die Buchhaltung ist einfacher. Wenn du ein Gewerbetreibender bist, nun, dann musst du im Gegensatz zu den Freiberuflern auch eine Gewerbesteuer bezahlen und die beginnt ab 24.500 Euro Einkommen, Jahresgewinn. Nun, das wird eine Weile dauern, wenn du Neugründer bist, aber irgendwann trifft es sich und ganz besonders wichtig ist zu wissen, dass wenn du eine UG oder eine GmbH gründest, dass du schon ab dem ersten Euro Gewinn hier gewerbesteuerpflichtig bist, wie auch körperschaftssteuerpflichtig, du keinen Freibetrag hast, aber auf der anderen Seite hast du die Möglichkeit, deinen Geschäftsführerlohn voll als Ausgabe abzusetzen. Zusammengefasst ist also jeder, der an den Markt tritt und häufiger aktiv wird und regelmäßig Gewinn erzielt, pflichtig, Handwerker, Kosmetikinstitute, die Dienstleister, die Händler, alle ein Gewerbe anzumelden, es sei denn, du hast den Ausschluss § 18 als Freiberufler. Das Interessante ist nur, dass es einen Grund gibt, wo dein Gewerbe abgemeldet werden kann. Nun, das passiert, wenn du beispielsweise dir eine große Yacht kaufst, die 500.000 Euro dann als Betriebsausgabe, als Investitionen absetzt, weil du ja die vermieten möchtest. Und regelmäßig alle 2 Jahre vermietest du deinem besten Freund die Yacht für 500 Euro. Nun, und setzt dagegen alle Betriebskosten ab. Das heißt, du machst über Jahre nichts weiter als Verluste. Nun, das weiß das Finanzamt auch, dass solche Spielchen, solche Vorhaben nicht wirklich der Gewinnerzielungsabsicht dienen, sondern dir nur helfen, dein Hobby von den Steuern mitfinanzieren zu lassen. Und dann wird das Finanzamt möglicherweise aus Liebhaberei oder anderen Gründen, also die mangelnde Gewinnerzielungsabsicht fehlt hier ganz klar, dein Gewerbe schließen. Und wenn du etwas über mehrere Jahre gemacht hast und vielleicht 5 Jahre Steuererstattung bekommen hast, könnte es sein, dass du die dann zurückzahlen musst. Nun, die nächste Frage ist, wann solltest du dein Gewerbe anmelden? Normalerweise sofort, sobald du deine Tätigkeit aufnimmst, einkaufst, verkaufst, Dienstleistung anbietest. Aber häufig sagen die Damen und Herren beim Gewerbeamt, dass du erstmal warten solltest, bis dein Gewerbe auch die ersten Gewinne abwirft. Nun, viel wichtiger vielleicht ist für dich eine andere Frage, nämlich, welche Kosten hast du schon produziert oder wirst du produzieren? Denn es gibt so die Regel, dass 3 Monate vor der Gründung du alle Ausgaben bequem, problemfrei absetzen kannst, also als Kosten einbringen kannst. Und was noch viel wichtiger ist,
wenn du die Vorsteuer dann auch ziehen kannst, zum Beispiel beim Laptop von 2000 Euro und du hast 19% Vorsteuern, das sind knapp 400 Euro, die du zurückbekommen kannst. Also mach dir Gedanken darüber, nicht nur wann deine ersten Umsätze und Gewinne kommen, sondern auch welche Ausgaben du fabrizieren willst, damit du die beim Finanzamt ansetzen kannst und als Verlustvortrag in das nächste Jahr schieben kannst, um dann das mit den Überschüssen dann auch zu kompensieren. Nun, die nächste Frage ist, wo machst du deine Gewerbeanmeldung? In der Regel ist es relativ simpel. Du fragst Onkel Google, indem du Gewerbeanmeldung eingibst und deine Stadt, deinen Ort, und dann kommt das Ordnungsamt, das Gewerbeamt beim Rathaus oder es wie in Berlin ein eigenes Amt. Und dort findest du ganz wichtig die Öffnungszeiten, die du dann rausschreibst, dorthin gehst und dann deine Gewerbeanmeldung durchführst. Das ist die eine Möglichkeit. Glücklicherweise leben wir aber schon im Zeitalter des Internets, sodass du die Möglichkeit hast, in vielen Kommunen auch das online zu machen. Das heißt, du könntest jetzt gleich parallel googeln und könntest dann das Online-Formular dort ausfüllen, Gewerbezweck, alles eintragen, dann per PayPal vielleicht schon bezahlen und dann kriegst du sie vielleicht per E-Mail heute Morgen oder dann zugeschickt, deine Gewerbeanmeldung. Also beides ist möglich. Nun, google nun bei dir selbst und stell selbst fest, ob das möglich ist und was dann auch schneller geht und für dich bequemer ist. Kommen wir als nächsten Punkt nun zum Wie. Wie meldest du dein Gewerbe an? Was musst du mitbringen? Nun, da gibt's in der Regel nur zwei Sachen, die mitgenommen werden müssen. Das eine ist dein Personalausweis, ganz klar. Und wenn du eine UG oder eine GmbH beispielsweise anmelden möchtest oder eine andere Kapitalgesellschaft, dann brauchst du den Nachweis, dass du ein berechtigtes Organ dieser Organschaft, dieser Gesellschaft dann noch bist. Zum Beispiel bei einer GmbH oder bei einer UG wäre das der Handelsregisterauszug, wo dann drin steht, dass du der bestellte und eingetragene Geschäftsführer bist. Und dann kannst du für deine Kapitalgesellschaft die Gewerbeanmeldung durchführen oder ganz einfach nur für dich. Nun, der nächste Punkt ist, wenn du jetzt zum Gewerbeamt gehst oder online einträgst, was du dann dort einen Namen verwendest. Du bist verpflichtet als Einzelunternehmer, als Gewerbetreibender, das ist die Rechtsform Einzelunternehmen, deinen Namen, deinen bürgerlichen Namen einzutragen. Du kannst aber noch zusätzlich einen Fantasienamen eintragen. Wichtig ist nur, dass du abgeklärt hast, dass der nicht andere Rechte, Markenrechte verletzt. Nun, das kannst du machen, indem du bei der IHK anrufst. Das ist besonders bei der UG oder GmbH-Gründung sehr empfehlenswert, weil du dann sofort auch Abmahnung bekommst und deine gesamte GmbH und UG neu anmelden musst mit Notar, Amtsgericht, richtig viel Geld nochmal, bis zu 1.000 Euro. Und auf der anderen Seite kannst du dich aber auch beim Deutschen Patent- und Markenamt dort sachkundig machen. Dort gibt es ein Register, eine Suchfunktion und dort gibst du unter Marken, Wortmarken besonders oder Wortbildmarken dann deine Begriffe rein und recherchierst. Ist dieser Name überhaupt noch frei? Klar, wenn die Domain vergeben ist, wird das natürlich für dich auch schwierig. Wenn du dann allerdings diesen Namen eingetragen hast, dann gehst du im Formular weiter runter und da gibt es noch eine ganze Reihe von Punkten zu beachten. Klar, die Betriebsstätte darfst du dann eintragen im Formular und hier solltest du darauf achten, dass du deine Gastronomie im Nebenerwerb nicht zu Hause bei dir anmeldest oder dass du beispielsweise Feuerwerksmunition oder was auch immer bei dir zu Hause lagerst, dann kriegst du nämlich ruckzuck Besuch vom Gewerbeaußendienst. Also achte auch darauf, dass du die Erlaubnis hast von deinem Vermieter, die Betriebsstätte zu Hause dort einzurichten und dass du auch vom Ort her, dass es ein Gewerbeort ist, der auch deinem Gewerbe auch entspricht. Nun, bei den meisten ist es unproblematisch, wenn du von zu Hause einen Webshop betreibst oder Beratung machst, dann kannst du das in der Regel zu Hause machen, es sei denn, dein Mietvertrag sagt was anderes. Viel wichtiger bei der Gewerbeanmeldung ist die Frage, ob du hier in Berlin ist, ist die Frage Nummer 16, ankreuzt, ob dein Gewerbe als Nebengewerbe betrieben wird. Und das kann dich viel Geld kosten, wenn du diese Frage falsch beantwortest. Nun, warum ist das so? Die Agentur für Arbeit beispielsweise oder auch beim Jobcenter, die fördert in der Regel Unternehmen nur mit AEG 1, wenn sie verfügbar sind, also ein bestehendes Gewerbe haben, aber was weniger als 14 Stunden und 59 Minuten in der Woche tätig ist. Das heißt also, Nebengewerbe bedeutet nach der Agentur für Arbeit, dass du weniger als 15 Stunden in der Woche dafür tätig bist. Und dann bist du ein Nebengewerbe und dann bist du verfügbar. Und erst wenn du verfügbar bist, kriegst du Arbeitslosengeld 1. Erst wenn du Arbeitslosengeld 1 bekommst, dann kannst du den Antrag auf Gründungszuschuss stellen. Das heißt, wenn du jetzt noch angestellt bist
Oder du bist gekündigt und möchtest jetzt zum Arbeitsamt gehen. Nun, da kannst du dein Nebengewerbe schon anmelden, was häufig sehr sinnvoll ist, wenn du beispielsweise schon Angebote haben willst von Großhändlern oder irgendwo aus Übersee dort Geschäftskontakte aufbauen willst und möchtest ganz gerne Einkaufspreise günstiger haben. Dann macht es Sinn, dass du eine Gewerbeanmeldung hast und dann macht es Sinn, dass du dich auf Nebenerwerb anmeldest. Du kannst fast alle Förderprogramme auch im Nebenerwerb beantragen. Und ganz wichtig ist, du kannst Gründungszuschuss nur beantragen, wenn du aus dem Nebenerwerb dann später in den Vollerwerb wechselst und dann über 15 Stunden tätig bist. Nun, dann machst du jetzt eine Gewerbeneuanmeldung im Nebenerwerb und später machst du eine Gewerbeummeldung zum Vollerwerb. Und wenn du umziehst, machst du auch eine Ummeldung, eine Abmeldung. Also du kannst alles Mögliche melden, jeden Tag, wenn du Lust hast. Kommen wir nun zum nächsten Punkt, und zwar zu den Kosten. In der Regel, das ist die gute Nachricht, kostet das nicht so viel, zwischen 20 bis 40 oder 50 Euro. Bei uns in Berlin ist es meistens so um die 26 Euro. Und die kannst du dann einfach dann online bezahlen, wenn du es online machst, oder vor Ort kriegst du eine kleine Karte in der Kasse und dann kriegst du dann als Gegenstück dann deinen Gewerbeschein ausgehändigt. Wenn du deine Gewerbeanmeldung durchgeführt hast, dann erschrick nicht, dass du dann von der IHK Post bekommst, weil du bist dann Zwangsmitglied als Gewerbetreibender bei der Industrie- und Handelskammer. Das ist historisch gewachsen, eine Interessensorganisation, die normalerweise deine Interessen vertreten soll und die dir auch hilft bei Gründungsfragen vielleicht, fachkundige Stellungnahme oder später, wenn du Mitarbeiter hast oder bei Ausbildung oder Zulassung. Da hilft die IHK dir in der Regel. Ansonsten, nun, sind die Vor- und die Nachteile der IHK umstritten, aber zurzeit gibt es für dich keine Möglichkeit, dort rauszukommen. Vielleicht kannst du das erste Jahr beitragsfrei beantragen, aber das findest selbst heraus, ob das für dich möglich ist. Wenn du dann die Gewerbeanmeldung in der Hand hast, nun, dann kommt als nächstes auch die Steuernummer, die du noch brauchst, weil die kriegst du nicht beim Gewerbeamt. Das heißt, du hast noch eine zweite Anmeldung vor dir. Und du findest unten unter dem Video findest du zwei Links. Einmal den Link zu einem Gewerbeanmeldungsformular, das du vorher schon mal ausfüllen kannst, wo du auch schon mal absprechen kannst, vielleicht mit einem Berater, welchen Gewerbezweck du dort angibst. Und das zweite Formular, was du unten findest, ist dann der Erfassungsbogen zur steuerlichen Erfassung, wo du einträgst, was für das Finanzamt wichtig ist, die Steuervorauszahlung zu berechnen. Also Umsatz trägst du dort ein, du trägst dort deine möglichen Gewinne ein und dann kriegst du eine Steuernummer, am besten vielleicht sogar zwei Steuernummern, nämlich einmal deine Steuernummer für das Gewerbe und die Steuernummer dann zur Umsatzsteuerbefreiung, wenn du internationale Umsätze machst, die sogenannte UID, aber dafür gibt es ein separates Video. Die nächste Frage ist, wie viel Gewerbe kannst du anmelden oder musst du für jede Tätigkeit ein separates Gewerbe anmelden? Nein, das ist nicht so. Du kannst viele verschiedene Gewerbezwecke auch auf einem Gewerbeschein anmelden. Deshalb mach dir vorher Gedanken, was alles für dich sinnvoll ist, was du die nächsten 2 bis 5 Jahre beabsichtigst. Dann trag das alles rein, lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Denn wenn dir im halben Jahr einfällt, du könntest ja beispielsweise noch mit einem weiteren Produkt handeln oder eine andere Dienstleistung anbieten und die steht nicht drauf, nur dann bist du gezwungen, wieder zum Gewerbeamt zu gehen und nochmal 20, 30 Euro zu bezahlen. Deshalb trag lieber mehr ein und mach dir auch Gedanken darüber, dass du beispielsweise noch kleine Zusatzgeschäfte, Sekundärleistungen in deinem Unternehmen anbietest und die gleich mit einträgst und dann hast du eine vollständige Anmeldung. Ganz wichtig ist, dass das Thema der Kleinunternehmer Regelung oder Anmeldung, dass das bei der Gewerbeanmeldung keine Rolle spielt. Die Kleinunternehmerregelung hat nur was mit dem Finanzamt und der Umsatzsteuer zu tun. Und dafür gibt es ein separates Video Kleinunternehmer, wo du umsatzsteuerbefreit dein Unternehmen starten kannst. Für dich wichtig ist nur, ob du ein sogenanntes Vollerwerb anmeldest, das heißt also mehr als 14 Stunden 59 Minuten pro Woche Arbeit oder ob du einen Nebenerwerb anmeldest. Zusammengefasst ist das Gewerbeanmelden eine relativ leichte Sache. Mach dir strategisch nur die Gedanken, wann du das vielleicht anmeldest. Einmal in Bezug auf die Kosten, die aufgelaufen sind, wo du die Vorsteuer ziehen willst und die Kosten mit später ins nächste Jahr nehmen willst als Verlustvortrag. Aber auch interessant ist, macht es Sinn, am 24. oder am 30.12. eines Jahres noch ein Gewerbe anzumelden? Nun, ich persönlich rate davon ab, denn wenn du im Dezember noch ein Gewerbe anmeldest, dann musst du das ganze Jahr
dem Finanzamt noch melden, einen Jahresabschluss machen, die Erklärung machen, Gewerbesteuererklärung, Umsatzsteuererklärung. Und deshalb macht es vielleicht mehr Sinn, am Januar zu starten. Solltest du noch Fragen haben für deine Gewerbeanmeldung, für den gesamten Prozess der Gründung, nun, dann kannst du gerne jetzt den kostenfreien Gutschein hier beantragen, ein Erstgespräch dann mit uns vereinbaren und wir beantworten deine Fragen. Gerne aber bist du auch eingeladen, den Kanal zu abonnieren und uns weiterzuempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Gewerbe und du kannst 10, 20, 30, 40 Gewerbe anmelden als UG, GmbH, da gibt es nach oben keine Grenzen, wenn du bereit bist, diese Werteschöpfung auch selbst zu produzieren, zu leiten und den Menschen zukommen zu lassen. Viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.